Herzlich willkommen zur zweiten Episode zu den sogenannten Foxonomies. Was ist eine Foxonomie? Eine Foxonomie ist das Ergebnis der gemeinschaftlichen Verschlagwortung oder Indizierung von Inhalten im Netz, ohne dass es dazu vorgegebene Regeln gibt. Also in der Bibliothek zum Beispiel findet sich eine Taxonomie, eine Verschlagwortung anhand eines Systems. Das heißt, dort gibt es bestimmte Schlagwörter und dort finden Sie dann in einer hierarchischen Struktur dann Ihre Bücher. Und das haben wir vorhin gesehen bei der Website der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Bei der Foxonomy verschlagworten alle Personen oder ganz viele Personen so für sich, wie sie das für sich sinnvoll halten. Und insofern ist das dann halt auch wieder eine Art sozialer Softwaredienst, wo man im Grunde Inhalte jeder Art, fast jeder Art verschlagwortet. Also sei es, dass sie auf Last.fm Musik verschlagworten und für den einen ist es halt vielleicht eine Punk-Polka und für den anderen ist es eine Metal-Polka. Aber solange man selbst immer wieder findet und weiß, worum es geht, dann macht's Sinn. Das Ganze kann man visualisieren in sogenannten Wortwolken, den Tag-Clouds. Das hier ist zum Beispiel eine Darstellung von einer Ressourcensammlung im Netz und da hat eine Person ganz viele Webressourcen, Lesezeichen gesammelt. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel das Wort PLE ist am größten, das bedeutet, das ist am häufigsten genannt worden, hat ganz, ganz viele diese Personen Links zu PLEs gesucht. Gibt auch Verschlagworte, Social Software, E-Learning 2.0 sind Blogging, Twitter, Google sind Podcasting sind so wichtige Wörter und dann geht es immer weiter in kleinere Dinge, die nicht so häufig, Microsoft wird nicht so häufig genutzt oder Flickr auch nicht und so weiter und so fort. So, jetzt braucht man sich Social Bookmarking, das heißt, das soziale Teilen von Lesezeichen, Online-Lesezeichen, das warum sollte man das online machen, nicht im Browser? Gibt es ein paar Gründe dafür, das online zu machen. Einmal ist es so, dass man dann immer Zugang zu seinen Lesezeichen hat, egal an welchen Rechner man sitzt und sogar egal welchen Browser man benutzt. Und manche Leute benutzen ja auch heutzutage mehrere Browser für verschiedene Zwecke. Sozial ist das Ganze, weil eine Netzwerkbildung dadurch erfolgen kann. Ich sehe, wer beschäftigt sich mit welchen Themen und finde dort vielleicht Leute, die dieselben Interessen haben. Tagging ist weniger hierarchisch als eine Ordnerstruktur. Das heißt, man umgeht so Zuordnungsprobleme. Wozu gehört das jetzt eigentlich? Ist das jetzt eigentlich zum Beispiel jetzt eher Unterhaltung oder etwas anderes? Nein, man kann hier einfach seine verschiedenen Tags benutzen und die einfach an alles dran kleben. Dadurch gibt es nicht so viele Unterordner, die man vielleicht sonst aufbauen müsste, um was zu differenzieren. Das wird hier so nett als Ordnerkatakomben bezeichnet. Und wenn das ganz viele Leute machen, bilden sich die genannten Foxonomien heraus. Was sind die Stärken und Schwächen von Foxonomies? Und online Lesezeichen. Sehr schön ist, dass man anhand der zum Beispiel der Tagwolken herumstöbern kann und dadurch viele Ressourcen findet, die man vielleicht durch ein gezieltes Suchen so nicht gefunden hätte. Es gibt Trampelpfade, das heißt, mit der Zeit schleift sich so meine Tags, die ich benutze, ein. Und dann sehe ich, wie vorhin auch in dieser Tag-Wolke, was sind eigentlich so meine Themen, mit denen ich mich beschäftige? Es gibt eigentlich kaum, ich sag mal, kaum Einstiegshürden dabei, muss ich halt anmelden und einfach loslegen. Auch ein recht geringer Aufwand. Man schreibt einfach ganz kurz was, ein paar Tags zu der Ressource und man kriegt auch ein paar Vorschläge und dann hat man schon gespeichert. Es gibt auch die Möglichkeit, Feedback zu bekommen von anderen Personen, mit denen man sich vernetzen kann, die einen dann Rückmeldung wiedergeben und sagt, schau mal, wenn du die Ressource gut fandest, dann schau dir doch die nochmal an. Und das werden dann auch, daraus können sich dann so Communities aufbauen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein individuelles Tool, weil ich nämlich mehr
Tags benutzen kann, womit ich sage, das muss ich noch lesen. Also da gibt es dann so Tags wie to read zum Lesen, oder man kann auch einfach einen Tag sagen zum Lesen, zum Kaufen oder noch erledigen etc. Und man sich dann seine eigene Arbeitsorganisation ein bisschen unterstützen kann. Schwächen sind, dass natürlich Tags mehrdeutig sein können. Viele Systeme bieten auch unterstützen auch nicht mehrteilige Wörter. Das heißt, dass man dann da Wörter aneinander hängen muss oder, ja, oder Unterstriche einfügt etc. Da muss man so sein eigenes System bilden. Und es werden auch keine Synonyme erkannt. Also wenn ich zum Beispiel die Tagseite Werkzeug und Werkzeuge, dann sind das zwei verschiedene Tags und würden nicht gleichzeitig angezeigt werden. Das heißt, da muss man ab und zu dann mal wieder seine Tags aufräumen. Potenziale für das Studium, also zum einen werden Webinhalte natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven heraus beschrieben. Insofern kann man vielleicht dann auch erkennen, was für Perspektiven da drin sind, die man so selbst noch gar nicht erkannt hat. Man kann Personen mit ähnlichen Interessen aufspüren und damit dann vielleicht so Lerngemeinschaften bilden. Man kann Tags abonnieren, zum Beispiel via RSS, und hat dann immer einen aktuellen Überblick, was es für neue Ressourcen in dem Thema gibt. Auch kann man sehen, was sind eigentlich wichtige Ressourcen vielleicht zu einem bestimmten Thema. Und man kann auch sehr gut und in Arbeitsgruppen tatsächlich so Referenzlisten, Weblinks untereinander austauschen. Und last but not least, wenn man im Blog, kann man Erweiterung vom Blog, wo man diese Links, die man sammelt, dann auch wieder im Blog postet und die anderen zur Verfügung stellt. Einerseits im Studium, also vor allem das einfache Anlegen und das Verbreiten von Linklisten. Man kann aber auch gut zusammenarbeiten, also zum Beispiel die Studentenproteste, die hatten dann einfach das Tag Uni brennt und damit war sehr schnell alle Informationen dazu auffindbar. Es hat zu einer sehr guten Vernetzung geführt. Man kann Webinhalte austauschen, also man kann dann durch bestimmte Schreibweisen Inhalte weitergeben. Das zeige ich dann gleich mal in Delicious, in einem Social Bookmarking Dienst. Und man kann gemeinsame Accounts nutzen, indem man halt innerhalb einer Seminargruppe, innerhalb eines Forschungsteams, wobei man da dann nicht eher auf Gruppen ausweichen sollte. Ja, also das ist, und vielleicht nochmal ganz unten, automatische Benachrichtigung über Webinhalte zu einem Thema über RSS. Ich abonniere einen Tag und kriege damit dann immer aktuell neue Webressourcen, die da auftauchen, dazu angezeigt und bin immer gut informiert. Was gibt es für Social Bookmarking-Dienste? Da gibt es, der bekannteste Dienst ist sicherlich Delicious. Die gehört zu Yahoo. Man muss aber sagen, dass Delicious sehr stark vor allem von technischen Power-Usern sozusagen genutzt wird. Und es ist Man kann es noch nicht wirklich als Mainstream bezeichnen. Es gibt mehrere Dienste, insbesondere für wissenschaftliche Publikationen. Cite-U-Like und Konnoti. Das sind Dienste, die sehr stark eigentlich von Wissenschaftlern genutzt wird. Auch die Uni-Bibliothek hat den Dienst RefWorks, auch ein Dienst, der in die Richtung geht. Ja, es gibt halt so viele. Und man muss sich dann natürlich auch irgendwie überlegen, bei welchen bleibt man. Mr. Wong ist das sozusagen das deutsche Delicious. Da findet man alles vielleicht ein bisschen aus einer bisschen regional-nationaleren Perspektive. Zotero kommt jetzt nochmal in der dritten Episode. Das hat nämlich vor allem, ist das eine Verwaltung von Literaturverwaltung, kann man aber auch nutzen für als Social Bookmarking-Dienst. Ja, insofern möchte ich Ihnen jetzt eigentlich im Verlauf jetzt der Episode jetzt noch kurz das mal in